In diesem Video heute geht es mal darum, ob es überhaupt Sinn macht, wenn du als jemand, der nicht so der deutschen Sprache mächtig ist, deine MPU ja angehen möchtest mit einem Dolmetscher. Da gibt es einige Gefahren, die ich jetzt auch in der letzten Vergangenheit, in den letzten Jahren festgestellt habe, dass auch viele Leute dann durchgefallen sind. Natürlich gibt es immer noch ein paar, die auch bestehen, keine Frage. Aber die Menschen, die durchgefallen sind, da ist mir aufgefallen, dass die Leute einfach durchfallen, weil die Dolmetscher Sachen anders erklären, wie die Person es in ihrer ursprünglichen Sprache kommuniziert hat. Die Dolmetscher, die sind ja auch nicht trainiert darauf, auf eine Vorbereitung. Das heißt, die Dolmetscher selber haben keine Vorbereitung gemacht, sondern haben im Prinzip die Dolmetscher einfach nur. Und die wissen nicht, ob es blöd ist, gewisse Wörter zu sagen oder gewisse Sätze zu sagen, sondern die übersetzen es einfach und wissen nicht, ob das, was sie da gerade dem Gutachter sagen auf Deutsch, ob das gut ist oder ob es nicht gut ist, weil sie ja keine Beratung gemacht haben. Und das ist das Problem bei der ganzen Geschichte, dass die Personen dann etwas sagen und letztlich das dann komplett anders kommuniziert wird von dem Dolmetscher, der aber noch nicht mal sich dessen bewusst ist, dass das, was er sagt, im Grunde ja zu einem negativen Gutachten führt. Die Quickessenz ist dann wiederum, dass die Person, der Betroffene, der nicht der deutschen Sprache mächtig ist, durchgefallen ist und das dann auch wieder nicht versteht und dann natürlich sagt, ey, in Deutschland alle sind blöd, alles Arschlöcher und sagen dann ja und sagt dann, das Klassische, was die Leute bei uns in der MPU auch immer sagen, ja, die anderen sind alle schuld. Und die verstehen dann noch nicht, warum so Gutachten negativ sind. Ich möchte jetzt einfach mal ganz einfach hier in der Tafel anzeichnen, was ich damit genau meine. Und zwar, wenn jetzt der Dolmetscher, nicht der Dolmetscher, sondern die zu begutachtende Person, die nicht der deutschen Sprache mächtig ist, das Wort A sagt, dann muss ja im Grunde der Dolmetscher dieses gleiche Wort auf Deutsch wieder übersetzen, was dann wiederum zum Gutachter geht. Das wäre ja der ideale Verlauf. So denken wir uns das jetzt zumindest. Okay, spricht keine Deutsch, nicht die deutsche Sprache sehr gut oder überhaupt gar nicht und der Dolmetscher übersetzt das. So in der Theorie geht es ja auf. Das kommt auch schon vor, dass das so passiert und die Leute auch bestehen. Was aber häufig trotz dessen passiert ist, dass die Gutachter bzw. die Person A sagt, der Dolmetscher das auf B übersetzt und diese Information dann zum Gutachter kommt. Und der Gutachter entscheidet dann quasi nicht über die Aussage der ursprünglichen Person, die die MPU macht, sondern zu der übersetzten Aussage dieser Person. Das heißt, der Gutachter bewertet diese Person und nicht das, was die Person ursprünglich gesagt hat. Und dann kommt es im schlimmsten Fall natürlich dann auch zu einem negativen Gutachten, weil eben diese Zwischenperson ja nicht richtig übersetzt hat. Und der deutsche Staat ist natürlich auch nicht dumm. Der deutsche Staat hat gesagt, hey, wenn ihr einen Dolmetscher braucht für eure MPU, dann dürft ihr diese Person nicht kennen. Das heißt, dieser Dolmetscher, den wirst du im Vorfeld gar nicht sehen, du wirst nicht mit denen sprechen dürfen, der wird dir einfach zugeteilt. So nach dem Motto, der wird das schon machen. So, und das ist halt das große Problem bei Dolmetschern. Selbst wenn du der deutschen Sprache nicht mächtig bist, das Video jetzt aber verstanden hast, dann reicht das aus, um die MPU zu bestehen. Ich habe schon Leute vorbereitet, die konnten sehr schlecht Deutsch, waren 4 Jahre in Deutschland, haben sehr stark mit einem Akzent gesprochen, haben die MPU aber trotzdem bestanden. Wenn du aber gar nichts verstehst, klar, dann ist es natürlich, macht das keinen Sinn, aber dann ist es sehr, sehr gewagt. Das heißt, angenommen, dieses Szenario trifft ein. Du sagst A, er übersetzt B, Gutachter entscheidet, was B gesagt hat, nicht A und lässt sich durchfallen. Dann ist es so, dass entweder die Person A sagt, jetzt alles scheiße, ich fahre ohne Führerschein oder mache irgendwas anderes. Oder die sagt, komm, ich mache nochmal einen Anlauf. Dann wird wieder ein anderer Gutachter, Dolmetscher zugestellt. Und dann ist wieder dieses gewürfelte Szenario. Sagt er wirklich A, sagt er dann wirklich A zu A oder sagt er dann wieder was anderes? Und wenn der zu begutachtet dann Glück hat und der Dolmetscher alles richtig übersetzt, dann besteht da auch in der Regel. Natürlich, wenn hier auch die Informationen, die Vorbereitungen etc. pp. Alles stimmig sind. Was ich dir mit diesem Video einfach nur sagen möchte, ist, dass es sehr, sehr riskant ist, wirklich mit Dolmetschern zur MPU zu gehen. Wir haben schon Leute gehabt, die haben uns gesagt, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, hatten dann einen Dolmetscher und letztlich wurde das Gutachten geschrieben negativ und das wurde dann auf die ursprüngliche Sprache zurückübersetzt. Und da hat dann die betroffene Person, es waren sogar mehrere in der ganzen vergangenen Zeit, die dann gesagt haben, hey, das habe ich so nie gesagt. Und die Dolmetscher sogar teilweise verbotene Wörter mit einbauen. Es gibt bei der MPU einige Wörter, die sollst du auf gar keinen Fall sagen, weil die direkt das Genick brechen werden bei der MPU. Und sowas passiert bei Dolmetschern, weil die halt nicht wissen, dass es Wörter gibt, die man nicht sagen sollte.
Und dann führt das eine zum anderen und dann ist natürlich der Frust einfach extrem groß und das solltest du wirklich vermeiden, wenn du hier ein Betroffener bist. Wenn du dieses MPU-Problem hast, kannst du dich gerne bei mir eintragen zu einem kostenlosen Erstgespräch. Das machen wir über eine Videotelefonie. Das heißt, du musst nicht zu mir kommen. Einfach auf www.sedura-mpu.de gehen, dich einmal da kurz eintragen zu einem kostenlosen Erstgespräch. Wenn du diese Steps auch geschafft hast, dann bist du so oder so schon mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch qualifiziert, den Rest auch zu verstehen. Und dann quatschen wir über eine Videotelefonie über diese Situation und dann kann ich oder ein anderer Experte bei uns im Hause feststellen, ob deine Deutschkenntnisse ausreichend sind. Du musst nicht 100% perfekt Deutsch sprechen. Es reicht schon, wenn du 60% gut beherrscht. Das reicht vollkommen für uns aus, aber auch für die Gutachter. Und deswegen buch dir einfach mal das kostenlose Erstgespräch, in dem wir dir genau verraten, wie das Ganze funktioniert. Wir werden dir auch ein paar Testfragen stellen von den Gutachtern, die dir gestellt werden bei der Haupt-MPU und können dann feststellen, ob die Antwort, die du erzählst, auch zu dieser Frage passt. Also wir können dein Deutsch quasi abgleichen und können einschätzen, ob das Sinn macht oder ob das gar keinen Sinn macht. Also trag dich kurz ein, sedura-mpu.de. Bis dahin alles Gute. Am meisten hat mir gefallen, dass man seine Fragen online stellen konnte und direkt Antwort gekriegt hat, nicht wie bei anderen Vorbereitern, wo man sich das zum Beispiel alles auf den Zettel schreiben muss, damit man das nicht vergisst, um es nächste Woche eventuell, falls man drankommt, vortragen zu dürfen und dass man das alles von zu Hause bequem von der Couch machen konnte und 24/7 lernen konnte.